Die Wettervorhersage für den 7. Mai war unangenehm. Unbeständig, bewölkt mit gelegentlich leichtem Regen oder Nieseln, Bedingungen ungünstig für Luft- oder chemische Aktivitäten. Noch beunruhigender waren die immer genauer werdenden Informationen. Hauptmann Werner von der 11. Panzerdivision gelang es, eine Folgenachricht an die Aufklärungsabteilung des 12. Korps zu schicken. Mauthausen 0283 hat ein Lager mit geschätzten 16.000 politischen und anderen Kriegsgefangenen, meist russisch und polnisch, und ein paar Amerikaner. Lager jetzt unter Kontrolle, haben Wachen dort. Bedingungen erbärmlich, haben ein Krankenhaus, wo die Umstände grauenvoll sind. Wir schlagen vor, jemand vom Korps besucht das Lager morgen mit dem Rotkreuzpersonal und Kameras. Bei Gaufen W0084 entkamen die Kriegsgefangenen vom Lager. Sie nehmen die Stadt auseinander. Am 8. Mai 1945 war der Krieg vorbei. Das 131. Evakuierungslazarett traf ein, um kranke Überlebende zu versorgen. Generalmajor Reinhardt stellte einige seiner Soldaten ab, um beim Beerdigen von Toten und der Betreuung von Insassen in Gusen und Mauthausen zu helfen, bis die Division im August 1945 aufgelöst wurde. Generalmajor Willard Stuart Paul von der 26. Infanteriedivision rief General K9 um 13.25 Uhr an, denn da waren 3.250 französische Kriegsgefangene in einem Dorf etwa 50 Kilometer südlich seiner Linie. Er hatte ihnen gesagt, für den Moment an Ort und Stelle zu bleiben und dass sie später vermutlich vorrangig behandelt würden. Er hat seinen französischen Verbindungsoffizier vor Ort. Sie haben Essen für etwa 24 Stunden. Am 8. Mai wollte die 11. Panzerdivision noch immer, dass ihre Kavallerie die Sowjets kontaktiert. Foy schickte eine Patrouille über die Donau mit dem Befehl, südlich und östlich zu erkunden. Nachdem sie versehentlich von sowjetischen Tieffliegern beschossen wurden, fand die Patrouille die Sowjets. Als nächstes darf ich Ihnen die Fanfare For the Common Man von Aaron Copland ankündigen. Geschrieben wurde das Stück 1942 während des Zweiten Weltkriegs. Ursprünglich war der Auftrag des Komponisten, einen musikalischen Tribut für die Soldaten im Krieg zu schreiben. Copland komponierte stattdessen eine Hommage an die einfachen Bürger. Für jedermann. Es spielen die Wiener Symphoniker unter der Leitung von Eva Ollikainen. Diese Aufnahme stammt vom Fest der Freude 2019. Thank you.
Wenn ich diese Bilder sehe, freue ich mich jetzt schon auf das nächste Jahr, um Sie alle wieder am Heldenplatz live begrüßen zu können. Jetzt wird Willy Merny, Vorsitzender des Mauthausen-Komitees, seine Gedanken zum 8. Mai und Menschlichkeit ohne Grenzen mit uns teilen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, seit 2013 habe ich die große Ehre, Sie am Abend des 8. Mai am Heldenplatz zu begrüßen. Und jedes Jahr überkam ich das gleiche Gefühl von Ehrfurcht und Freude. Ehrfurcht vor den vielen, vielen Menschen, die gekommen waren, um die Befreiung zu feiern. Und Freude, dass es eine Feier war ohne die Gespenster der Vergangenheit, ohne Neonazis oder rechtsextreme Böbler, die ihr Heldengedenken am Heldenplatz durchführen. Und heute stehe ich hier und werde Sie nur virtuell begrüßen, weil wir aufgrund der behördlichen Maßnahmen und weil wir niemanden gefährden wollen, das Fest der Freude virtuell durchführen. Dieses virtuelle Fest der Freude ist nicht zu vergleichen mit einem Fest der Freude am Heldenplatz. Aber es war für uns die Frage, sollen wir jetzt absagen oder es alternativ durchführen? Und eine Absage des Festes Freudes kam für uns einfach nicht in Frage. Normalerweise hätte ich jetzt ins Publikum geschaut und hätte anstelle von hochrangigen Politikern und Politikerinnen nur eine Gruppe extra begrüßt. Die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die dem Fest der Freude seit seinem Bestehen beiwohnen. Einen, der immer bei uns war, war Richard Wardani. Ich erwähne Richard Wardani, weil er vor kurzem von uns gegangen ist. Richard Wardani war ein Mensch, der wie viele andere Überlebende uns bei unserer heutigen politischen Arbeit so gut er konnte unterstützte. Er war ein Unruhiger, ein Aktiver. Sein Leben und sein Wirken konnte auch unter dem Titel des diesjährigen Festes der Freude stehen. Menschlichkeit ohne Grenzen. Er erlebte den Nationalsozialismus, er konnte sich nicht weiter unterordnen und er desertierte 1944. Als er dann nach Österreich zurückkehrte, wurde angepöbelt, warum er denn nicht seine Pflicht getan hat. Wardani erlebte, wie an die vielen anderen Opfergruppen gedacht wurden, Publikationen, Symposien, Denkmäler entstanden, aber nicht für die Wehrmachtsdeserteure. Vor rund 20 Jahren wird das Personenkomitee Gerechtigkeit für die Opfer der NS-Militärjustiz gegründet. Wardani ist Gründungsmitglied. Durch seine Initiative wird 2014 am Ballhausplatz das große Deserteursdenkmal eröffnet. Letztes Jahr beim Fest der Freude hat Richard Wardani gesagt, es ist eine richtige Freude, diesen Platz voll von Menschen zu sehen, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen. Und ich glaube, das ist genau das, um was es beim Fest der Freude geht. Einerseits der Befreiung zu gedenken, aber andererseits sich auch darauf zu besinnen, dass Menschlichkeit im Sprachschatz der Nationalsozialisten nicht vorkam. Dass Menschlichkeit keinen Wert hatte. Nazis kannten nur wir und die anderen. Auf diese Logik bauten die Nationalsozialisten ihr Terrorregime auf. Und diese Logik verwenden Rechtsextremisten auch heute noch auf der ganzen Welt. Eine politisch und moralisch verwerfliche Einstellung. Eine Einstellung, die völlig außer Acht lässt, dass Menschlichkeit ein unteilbarer Wert ist. Leben wir diese Menschlichkeit. Feiern wir den 8. Mai als Tag der Befreiung und der Menschlichkeit. Vielen Dank. Eine besondere Freude und Ehre ist es uns, unseren Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen bei unserem virtuellen Fest begrüßen zu dürfen. Liebe Österreicherinnen und Österreicher und alle Menschen, die hier leben. Vor 75 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Vor 75 Jahren wurde Österreich, wurde Europa endlich befreit von der Terrorherrschaft des Nationalsozialismus. Millionen Tote waren zu beklagen durch den Krieg, durch den Holocaust, durch Verfolgung und Ermordung. Das ganze Ausmaß der Vernichtung durch das Naziregime wurde offenbar. Hunger war an der Tagesordnung. Österreichs Städte lagen in Schutt und Asche. Und gleichzeitig war der 8. Mai 1945 ein Tag der Freude. Der Freude über das Wiedererlangen von Frieden, Freiheit,
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und darum feiern wir das Fest der Freude. Meine Damen und Herren, wir begehen dieses Fest der Freude in diesem Jahr unter besonderen Umständen. Wir können leider nicht, wie in den Jahren zuvor, zusammen auf dem Heldenplatz gedenken, zuhören und feiern. Vieles ist heuer anders. Aber gerade in Zeiten so großer Herausforderungen ist es wichtig, an unser Österreich zu glauben, an seine Stärken, seine Errungenschaften und seine Fähigkeit, auch schwierige Situationen zu meistern. Und es bedeutet auch und ganz wesentlich, dass wir niemals vergessen, dass das Fundament unseres Österreich ein klares Bekenntnis bildet, ein Bekenntnis zu Grund- und Freiheitsrechten, zu Rechtsstaatlichkeit, zu Demokratie und zu Solidarität. Ein Bekenntnis gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Fremdenfeindlichkeit. Ohne Erinnern an die schreckliche Vergangenheit gibt es keine humane Gegenwart. Die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen von damals, die die Gräuel persönlich erfahren mussten, sind uns Vorbilder für das Heute. Dafür möchte ich Ihnen danken. Erinnern will ich bei diesem heurigen Gedenken besonders an Richard Wadani, der uns vor wenigen Tagen für immer verlassen hat. Ihm ist es wesentlich zu verdanken, dass die Verfolgten der NS-Militärjustiz rehabilitiert wurden. Sein Vermächtnis ist das Deserteursdenkmal auf dem Ballhausplatz. Dort, vor der Präsidentschaftskanzlei und dem Bundeskanzleramt, erinnert es daran, dass humanistische Werte das politische Handeln bestimmen müssen. Und es erinnert daran, dass es auf jeden von uns ankommt, wenn es gilt, diese Werte zu schützen. Meine Damen und Herren, nützen wir das Fest der Freude 2020 dazu, uns selbst zu fragen, worauf es in unserem Leben wirklich ankommt, wofür es sich lohnt, einzutreten. Vielen Dank.